und herzlich willkommen in Claudias Küchenexpress. Es geht in großen Schritten auf die Weihnachtsfeiertage zu und ich habe hier noch ein Rezept für euch, das total genial ist. Und zwar ist ja jeder auf so einem Likörproduktionstrip im Augenblick. Und das ist alles nichts für mich, weil ich halt keinen Alkohol trinke. Ich koche nur ab und zu damit. Und deswegen habe ich jetzt ein Rezept gesucht, gefunden und stelle es euch heute vor. Und zwar ist das Karamelllikör, aber ohne Alkohol. Also man kann ihn frohen Gewissens genießen, wenn man anschließend auch irgendwie noch Auto fahren muss oder so. Und man kann ihn nicht einfach nur trinken. Man kann ihn auch gerne mal über das Eis gießen oder so, ja. So als Topping halt für Desserts auch nutzen. Also er ist wunderbar und was wir dafür brauchen, das zeige ich euch jetzt. Wir brauchen 200 Gramm harte Karamellbonbons und am besten nehmt ihr die Bonbons, die euch auch so schmecken, weil dann bekommt ihr auch ein gutes Ergebnis bei dem Karamelllikör. Achtet auf gute Qualität und dann ist alles gut. Dann 2 Teelöffel von einem löslichen Kaffee, den ihr mögt. 2 Röhrchen Rumaroma. In dem Originalrezept steht 4. Ich für meine Verhältnisse finde es zu viel und denke mir, wenn 2 Fläschchen euch im Nachhinein doch ein bisschen zu schlapp sind, kann man immer noch nacharomatisieren, die Flasche nochmal durchschütteln und dann ist gut, besser so als nachher zu viel drin und man mag den Likör nicht. Und 200 Gramm Kaffeesahne. Wir fangen damit an, dass wir unsere Bonbons in den Mixtopf geben. Und die werden jetzt zerkleinert. 20 Sekunden auf der Stufe 10. Und achtet wirklich darauf, dass ihr euch dabei die Ohren zuhaltet. Es wird schrecklich laut. Dann wollen wir mal schauen. Schaut mal, das ist richtig schön pulverisiert, die ganzen Bonbons. Dann geben wir unseren Kaffee dazu, die 2 Teelöffel. Die 2 Fläschchen Rum. Das nächste. Und jetzt kommen unsere 250 Gramm gekochtes Wasser dazu. Der Topf wird verschlossen und das Ganze wird jetzt vermischt. Und zwar 30 Sekunden auf der Stufe 5. Als nächstes dann die 200 Gramm Kaffeesahne. Und das auch noch mal vermischen. 20 Sekunden auf der Stufe 5. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Oh ja, das sieht gut aus. Da freue ich mich schon drauf. So, schaut mal, so sieht er jetzt aus. Ich mache mir gerade schon mal etwas in ein Likörgläschen rein. Man muss ja schließlich auch probieren, gell? Und den Rest, so,
Ihr kennt das von mir, ich sammle immer meine Essigflaschen. Die haben so eine tolle Form, ne? Da passen 500 Gramm rein. Und die habe ich jetzt heiß ausgespült. Kochen das Wasser rein und 5 Minuten stehen lassen. Und da kommt jetzt mein Likör rein. Die sammle ich so das ganze Jahr über. Und dann kann man schön mit Schleifchen dekorieren und es verschenken. Ich muss jetzt warten, bis der Schaum sich ein bisschen setzt. Und dann schütte ich den Rest nach. Aber im Endeffekt sieht er dann so aus und er ist so, so lecker. Prösterchen. Der da, der ist gefährlich. Der ist richtig gefährlich. Oh. Im Kühlschrank bitte aufbewahren. Mindestens haltbar, weiß ich nicht. Ich würde sagen eine Woche. Aber dann ist er sowieso nicht mehr existent. Oh ja, das ist gefährlich für die Hüften. Wird bestimmt viel Spaß machen, ihn zu verschenken und Begeisterungsstürme auslösen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man ihn in Latte Macchiato zum Beispiel mit reinmachen kann. Ist bestimmt toll. Rum-Aroma habe ich jetzt 2 Fläschchen reingemacht. Das ist dann so ein Hauch Rum-Aroma. Könnt auch gerne 3 oder 4 reinmachen, je nachdem, wie intensiv ihr das haben wollt. Und wenn er im Kühlschrank gestanden hat, kann es sein, dass der hier oben ein bisschen dickflüssiger wird. Macht nichts. Einfach gut durchschütteln. Und dann hat es sich. Gell? Dann ist alles wieder in Ordnung. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbereiten und der ist wirklich gefährlich. Bis zum nächsten Video. Ciao, eure Claudia.